Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach und herzlich willkommen zu einer kleinen Beichte. Was will ich euch erzählen? Es ist wie folgt passiert. Ich habe diesen wunderbaren Kartoffelsee-Automaten-Trecker-Anhänger-Gedöns losgeschickt, um 3,5 Stunden lang dieses Feld zu bearbeiten. Ihr seht es mir nach, dass ich diese 3,5 Stunden, die ich für euch herauscutte, nicht hier die ganze Zeit vorm Rechner sitze. Also bin ich nach ein paar Minuten, ein paar Kleinigkeiten habe ich noch erledigt, einfach weggegangen. Bin dann entsprechend einige Stunden später wieder zurück an den Rechner, um festzustellen, dass irgendwas nicht richtig eingestellt war. Jedenfalls hatte der nichts gemacht. Und um jetzt nicht komplett zu verzweifeln, aber trotzdem volle Transparenz zu gewährleisten, habe ich dieses Feld in den Zustand versetzt, dass es hätte sein müssen, wenn alles funktioniert hat. Einfach, weil ich jetzt ungern nochmal 3,5 Stunden warten möchte, bis hier die Kartoffeln im Boden sind. Bitte seht es mir nach. Ich sage es auch ganz ehrlich, ihr hättet es wahrscheinlich sowieso gemerkt, weil hier die Vorgewände nicht zu den normalen Bahnen passen. Ich möchte jetzt nicht nochmal 3,5 Stunden warten, dass der hier seine Bahn zieht. Ich habe die Zeit gewartet. Und ja, ich glaube, es ist okay. Hoffentlich. Es ist dunkel, es ist März und wir sind durch mit diesem Monat. Ich auf jeden Fall. Von daher gehen wir in den April. Wenn ich unseren Hof finde. Hallo? So, das habe ich ja alles. Machen wir es mal so. Und wir springen jetzt in den April. Ja, was eine Odyssee. Also die Kartoffeln sind im Boden. Und das rausholen wird... Das wird herausfordernd. So viel steht fest. Als allererstes gucken wir nach dem Schnäppchen. Der Krone ist noch da. Das können wir uns also noch überlegen. Sehr cool, ein kleiner Kubota. Das ist der Komatsu. Und den werden wir kaufen müssen, weil der Wartet mal, 70. Erzähle ich jetzt Quatsch? Ne, der Rottne, ne? Der Rottne kann 80. Wir müssen den Rottne kaufen. Glück gehabt, das können wir uns sparen. Ein kleiner Manitou. Ja, den kaufen wir doch. Okay, oben leuchtet schon wieder ein bisschen was. Dann hole ich mal weiter Saatgut. Soll uns erstmal reichen. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, wäre mir wahrscheinlich sogar das Saatgut ausgegangen. Ich glaube, Kartoffeln brauchen so unglaublich viel. Aber der ist, nachdem er ein paar Bahnen eingesät hatte, ist er einfach stehen geblieben. Ich weiß nicht, ob ich vergessen habe, hier auf das C zu drücken. Extrem ärgerlich. Aber das jetzt nochmal zu machen, no way. Das Spiel soll ja auch Spaß machen und das macht es gerade. Und dann, ja, gut, dass man sich da ein bisschen helfen kann und sich nicht tagelang ärgert. Wir fahren das hier zurück. Du bist wieder hier. Das müssten wir auch machen, ne? Das machen wir gleich. Jetzt machen wir erstmal ein paar andere Sachen. Den habe ich noch zurückgeparkt. Stroh war genug drin. Den holen wir nach Hause. Der ist sowieso fertig. Kann der auch nach Hause? Ja, und dann müssen wir uns jetzt einen Dünger fertig machen mit Pflegebereifung. Nein, hätte ich den mal nicht umgebaut. Ja, ich brauche aber einen, der Pflegebereifung hat, also baue ich den wieder um. Ich wüsste nicht, welchen ich sonst nehmen soll. Also kriegt er wieder diese Pflegebereifung oder Pseudopflegebereifung. Und... Ja, da sieht er so ein bisschen aus, behält aber die große Motor und das kostet auch nichts. Wir haben die ja. Also wird das nur umgezogen.
nicht umgezogen, sondern umgezogen. Und dann wird das Grasfeld und das Kartoffelfeld einmal gedüngt. Fahr bitte mal erstmal zum Kartoffelfeld. Der fährt zurück. Wunderschön. Ich wollte ihn hier mal gucken, wie unser Senf aussieht. Mhm, 4 von 6. Da bin ich mal gespannt, wie viel Output, weil die... wir können ja noch mal gucken. Wo ist denn Mustard? Ja. Weil das ist der Hammer, ne? Also sonst ist ja Soja, glaube ich, mit... Soja hat... Ja, die Hälfte ist jetzt nicht ganz richtig. Raps ist noch sehr effektiv, Soja noch. Hafer ein bisschen, aber Soja eigentlich am besten. Und Mustard ist... Also entweder kommt da fast nichts raus, was ja sein kann. Oh, wo war das jetzt? Haben wir es ja gerade gesehen. Oder aber, das ist wirklich eine Lizenz zum Gelddrucken. Mal gucken. Kannst dann zu Hof parken. Oder müssen wir noch Kalk oder so? Kalk 85, Saatgut 31. Ja, soll erstmal reichen. Hof parken. So, da kommt der angeschossen. Dann, wo stellen wir das hin? Ah, das muss hier in so eine Box. Box, 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 Loose Box. Bums. Ja, ich habe mich tatsächlich, ich wollte ja eigentlich jetzt im April die Kartoffeln erst aussehen. Da habe ich dann auch drüber nachgedacht, ob wir einfach das machen. Aber dann kann ich das natürlich auch erst einen Monat später ernten und dann wären die Kartoffeln alleine an einem Monat dran gewesen und das wollte ich euch einfach nicht antun. Weil das würde bedeuten, dass wir dann 5 Folgen nur Kartoffeln ernten. Das hätte ich blöd gefunden. Gut, auftanken. Dann kann die wieder weg. Die gute Amazone. Ja, dann müssen wir mal schauen, was wir so zu tun haben. Erstmal einen Witz vorlesen. So scheint es mir. Ein indischer Nachbar schüttelt jeden Morgen seinen Teppich aus, sagt die mitfühlende Hausfrau. Na, springt er nicht an? Ist das heutzutage schon Rassismus? Ich weiß es nicht. Man darf ja heute nichts mehr sagen. Ist er vielleicht auch besser so. Wo ist denn jetzt? Einmal will ich es jetzt noch sehen. Mustard. Ja. Bester Preis 3,4 im November. 3.400. Ich bin wirklich gespannt. Müssen wir hier was verkaufen? Nein. Das heißt, wir haben jetzt... Wir müssen Cranberries bringen und wir müssen... Da, was sind denn die... Aha. Das Gras müsste doch jetzt erntereif sein, oder? Ja. Dann wollen wir mal unseren wunderbaren... Big X entparken. Und zu Feld 9 schicken. Vorsicht! Coming through! Hier sind unsere Kartoffeln. Gleich einstellen. Diesmal drücke ich den Knopf. Mal gucken, ob das jetzt wieder nicht funktioniert. Das wäre sehr ärgerlich. Getreidemühle, Mehl voll. Machen wir gleich. Oh, der hängt hier fest. Den wollte ich ja hier wegparken. Mal gleich mal Park reinmachen, dass wir da nicht immer drauf springen.
Dann fahre ich den hier hin, denn wer weiß, wann wir den wieder brauchen. Schon überlegt, ob ich ihn einfach verkaufe. Weil wir wollen ja eigentlich den John Deere haben. Holz können wir dann aufladen, das ist alles in Ordnung. Genau. Du musst zu Feld 9. Und du. Er hat ihn ja quasi nur wachgerüttelt. Ist ja quasi so ein bisschen gegengefahren mit der Fahrer. Geht los. Freundschaftsdienst. Ein sogenannter Friendly Reminder. Ach, das ist so ein super Spiel. Findet ihr denn auch? Ich finde es ein super Spiel. Einfach mal ein bisschen Heu machen oder ein bisschen Gras mähen oder so. So, ich schaue. Prozent gedüngt. Perfekt. Kartoffeln wachsen wirklich nur 5 Monate. Das ist cool. Da, da, da. Da, da, da. Bitte nicht. Am Blinker hängen geblieben. Oh, der hat keinen Kurs. Wieso habe ich den gelöscht? Ach doch, eigentlich auch nur ein Feld hier. Ja, 40 Vorgewinde. Immer im Kreis, immer im Kreis. Erster Wegpunkt. Können wir die MFs gleich umstellen? Hoffermenter. Hoffermenter. Kommt wenigstens ein bisschen Häckselgut rein. Muss man noch was kaufen? Hilft mir schnell auf die Sprünge. Ich glaube nicht. Ja, wir brauchen dann das große Feld. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt vielleicht sogar dann schon mal kaufen sollte. Und wenn wir eh hier sind, können wir mit dir gleich nochmal... Das war ich von Hand schnell. Die Cranberries einsehen. Cranberries. Und diese ganz roten, oder? Millet. Die hier. Das ist, glaube ich, Cranberry. Dann müssen wir uns auch mal um diese Nachrichten da kümmern. Na. Der ist so zickig. Das prangere ich an. Wo ist der Superliner? Den schicken wir wieder los. Zum Silage fahren. Hält neuen Gras. Worauf wartest du? Rechne Fahrt. Ist das hier im Weg? Aha, da war der Anhänger ein bisschen im Weg. Alles klar. Das machen wir auch gleich, das machen wir auch gleich. Den brauchen wir. Pack das mal hier ganz oben auf das Regal. Nicht, dass da noch Kinder mitspielen. Jetzt habe ich das... Moment, was ist hier passiert? So, das runter. Ist ein bisschen nervig, dass das Zuckerrübenreservoir von einer Biogasanlage so klein ist.
Aber gut. So, Getreidemühle voll. Mehl. Kann das sein? Oh, mein nächstes Lied hier. So, Getreidemühle. So, Getreidemühle. Mehl voll. Auslagern. Ah ja, das hatten wir eingestellt, weil ich das nicht alles in die Bäckerei einlagern wollte. Falls wir das Mehl dann nochmal woanders brauchen. Dann fahren wir da gleich mal ein bisschen was weg. Erstmal die Brote. Darüber freue ich mich sehr. Brot ist nämlich tatsächlich ordentlich was wert. Und dass wir da jetzt schon mal wieder 20.000 haben, das finde ich richtig gut. Dann sehen wir mal zu, dass wir hier. Und zwar fahre ich einfach mal einen Schritt zurück. Warte kurz. Abracadabra, Simsala, bim. Die Bäckerei könnte man noch einen größer machen. Sie noch mehr Brot herstellt. Die ist aber auch nicht so. Also ich will die auch nicht alles bis so ans Maximum pushen. Weil ich möchte lieber noch ein paar unterschiedliche Fabriken haben. Und wenn wir dann nur für die Bäckerei, die mit ihren zwei Stellplätzen Output, da sind wir hier 5 Stunden nur am Paletten fahren. Auch wenn das natürlich cool ist, weil das Geld bedeutet und wir uns dann jede Menge kranken Kram kaufen können. Zum Beispiel 10 Fans in der gleichen Farbe, nur weil es cool ist. Und die stellen wir hier lang hin, so, alle so ein bisschen schräg. Und jeder, der vorbeikommt, denkt so, ey, was ist da los? Was machen die mit den ganzen Fans? Und wenn uns einer fragt, sagen wir, die stehen dann nur so rum. Nein, machen wir natürlich nicht, aber wir werden uns ganz viele Sachen kaufen. Es gibt sehr viele Dinge auf dieser, nicht auf dieser Karte, sondern in diesem Spiel, die ich noch nie benutzt habe. Wirklich. Zum Beispiel diesen selbstfahrenden Schwader und sowas. Nicht Schwader, sondern diese selbstfahrende Ballenpresse. Solche Sachen möchte ich einfach unbedingt mal ausprobieren. Und ich würde sagen, ich fahre jetzt hier noch so den Rest mal hin und her und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Macht's gut, bis morgen. Tschüss!